du kurz Zeit? Bestimmt. Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Okay, das war richtig deep, du. Uiuiui. Kapitel 3. Der Himmel in den Slums. Hey, hier, willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Seid ihr guten Abend, Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt hier nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Okay, dann... schauen wir uns erstmal hier um, was hier so gibt. Jede Menge Konversation hier. Ich bin hier. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen. So, was hier? Hallo? Machen wir mal Platz hier. Buy one, get one free. Ich möchte bitte irgendwas kaufen, aber ich kann jetzt irgendwie nicht kaufen. Schade. Dann halt nicht. Der Reaktor ist explodiert, Papa. Und hier kann ich hier was kaufen? Oder auch nicht. Hallo? Nein? Was schmeckt besser? Diskriminierung! Diskriminierung! Weg da! Platz! Ich möchte kaufen! Dann halt nicht. Tschüss. Ihr Schweinis. So, was gibt's denn hier? Kann ich ein bisschen schneller laufen, bitte? Das ist ja einfach nur so ein blöder Weg. Oh. Wer bist denn du? Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster.
Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Mako-Vergiftung? Schön, noch fliegen sie weiter, das ist okay. Das kriegen wir hin. Völlig verwust und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Ketten. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Ein großer, starker Mann mit einem schweren Schwert. Das ist sogar kein Problem für mich. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl. Ach ja? Ja? Geht es zackiger? Mach mal zackiger. Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ist dieser Weg momentan gesperrt. Bitte entfernen Sie sich auf der Stelle. Immer noch zu lasch. Wundervoll. Ach komm, wir lassen den armen Jungen in Ruhe. Slums von Sektor 7. Das ist so schön. Ich mag den Soundtrack so gerne. Es ist einfach so. Warum hat da jemand Bomben gelegt? Außerdem können Sie im Hilfszentrum ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen. Wenn Sie Probleme haben, dann... Ah, guck mal, der ist tiefer. Hallo. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Komm rein. Okay, Eggs and Chips gibt's da. Das ist ja nett. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Scheiße. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Hallo. Hallo, Marlene. Na? Na? Du Dreckskerl! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Anfang? Ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab nur da gesagt! Mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lädchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll, ganz, ganz toll. So, jetzt ganz, ganz toll! Es ist schon spät. Oh, das ist schön. Ach nö, ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Ja. Nein. Doch. Ich hätte gerne mein Geld. Natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Na gut. Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Dann lass uns reden. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Ist aber nett. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Oh.
Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Ist das so? Weiß gar nicht mehr. Können wir bitte noch ein bisschen langsamer gehen? Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Da war eine Fliege. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Ach so. Die haben Zeit. Ja, ganz offensichtlich. Da wären wir. Ach. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. Ja, ist aber nett. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Okay, darf ich jetzt da rein, ja? Ist aber nett von dir. Ach so. Hier? Hier rein? Die 202 ist dein Zimmer. Ah, okay. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Toll. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Ein komischer Kauz wohnt da. Na, wolltest du gleich in ihr Zimmer? Ja, klar! Wenn sie sich da so hinstellt, dann dachte ich, ich könnte da rein. Okay. Boah, die Textur von dieser Tür ist auch wahnsinnig cool. Aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gildi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Nett. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ja, ach so, haben wir. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein, passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Okay, bye. Boah, wie herzlos Cloud ist. So ist er halt, ne? Komischer Kauz. Das kommt von nebenan. Okay. Also ich würde mir wirklich Sorgen machen, wenn mein Nachbar so eine komische Geräusche von sich gibt. Leidvolles Stöhnen. Hallo? Alles okay? Alles okay? Ich komm rein. Überraschung. Magenknurr, das ist ja ein komisches Magenknurr. Hallo. Cloud, hör auf! Zurück in dein Zimmer! Lass los! Reunion.
zu synchronisieren, muss so Spaß gemacht haben. Marco. Er ist krank und kriegt kaum noch was mit. Die Vermieterin hat mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Mhm. Bestimmt sogar. Wir sind Mutter Teresa. Wir kriegen das alles hin. Jetzt ausgeruht, ja? Alltag in den Slums. Oh, wann ist alles hell? Tageslicht! Okay. Es sieht schon schön aus, ne? Also kann man schon so sagen. Hey Tifa, bist du wach? Nicht? Dann nicht. Hey Dude, bist du wach? Was ist denn mit diesen Texturen von den Türen los? Die sehen ja ganz kurios aus, oder? Huch. Also, irgendwie passt das nicht so ganz. Gibt's hier noch was? Oh, hey, guck mal, wir können da hoch. Eine Phönixfeder, so. Okidoki, zack. Dann, kitzelt meine Nase mal wieder. Gibt's hier auch noch irgendwas? Nee. Oh, hey. Hey, Girl. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Ich finde die Stimme auch mega cool, so richtig passend Marlin, für diese alte Vermieterin. Frau. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Oh, ich hab Warst Hunger. Du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Diese Frisur sieht auch so wahnsinnig plüschig aus. Diese Was soll mit der Haare. Sein? Ich würde das so gerne mal so reinflauschen. Mach ihr bloß keinen Kummer, so. Sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Okay. Okay, Madame, wenn Sie das sagen, dann werde ich mich natürlich schleunigst auf den Weg machen, nachdem ich hier alles erkundet habe. Hier liegt voll der Kram rum. Die Bürgerwehr hat angekündigt, ihre Patrouillen zu verstärken. Was macht sie denn dafür für? Das sieht ja ulkig aus. Okay. Also ich kann hier noch nichts weiter machen. Ich muss also erstmal da in Le Bar. Hallo Kätzchen! Miezekatze! Oh. Tag. Morgen. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Hm. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich ist schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld in die alten ein. Oh, seine Reaktion ist einfach Gold wert, oder? Muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Ja. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Boah. Ich glaube, ich muss mal eine kleine Pause machen und mir einen kleinen Snack gönnen. Geht nicht anders. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. Ich muss eine Pause machen.
Mein Gott, ich muss ganz kurz was snacken. Ich hab, mein Magen knurrt die ganze Zeit. Ich kann überhaupt nicht mehr klar denken. Das ist richtig nervig. Mal kurz 5 Minuten Pause, ja? Hereinspaziert, hereinspaziert. Ups. Wir haben alles. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Ach ja? Hallo Tifa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst? Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Beneidenswert? Du alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud? Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Also, ich möchte bitte Gegenstände kaufen. Ich möchte dieses Lied kaufen einmal. Ganz wichtig. Kuriert Gift. Brauchen wir sowas? Ich nehme mal zweimal mit für den Fall der Fälle. Rüstung, Waffen, Accessoires können wir noch nicht kaufen. Materia, was gibt's hier? Frost. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich kaufe einmal Frost. Und dann reicht es halt auch. Dann haben wir auch schon wieder das ganze Geld, also mehr sogar, als das, was er uns gegeben hat, wieder ausgegeben, so. Besten Dank. Ja, besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Nett. Okay. Dann mal weiter. Oh, ist ja gut. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Ja. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Na gut, ich gebe mir Mühe. Sehen die da oben mal, wie viel sicherer das Leben in den Slums ist? Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, ob die Züge wieder... Hallo, Male. Keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Hallo, Male. Wir sind wegen der Filter hier. Ja. Tifa! Wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Begleitung. Oh, die ist so cool. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen. Lächeln. Also ich finde die Synchronsprecherin wirklich großartig. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Ruht man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten oder Betten in eigenen Zimmern aus, können TP und MP vollständig geheilt werden. Okay. Hey, Male, was geht? Wenn du müde bist, leg dich doch in deinem Zimmer hin. Ich bin nicht müde, ich hab schon geschlafen, hallo? Die läuft aber auch alle um, ne? Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Der Waffenhändler. Guten Tag. Hallo. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Oh, nicht für, nicht bei mir. Sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert.
Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ja. Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Ja. Willst du sie hören? Nein. Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Nett. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Spazieren gehen, wa? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ja, Mann. Ist gleich hier oben. Bürgerwehr hier. So, hey, du, kann ich bei dir was kaufen? Nein. Kann ich bei dir was kaufen? Ah? Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Was? Gibt es keine Möglichkeit, kann ich bei euch was kaufen? Auch nicht. Ach, Mensch. Ihr Schweinis. Was gibt's hier? Tiefer. Hast du mir was zu sagen? Nicht? Hi. Ah, okay. Sag mal, Klaus, ja, ich bin ja dabei. Ich bin auch dabei. Ganz ruhig. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Echt? Was macht die Bürgerwehr? Erzähl mal. Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Ey, Mann, also, hey, geil, voll gut, Mann, geil. Ja. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Was ist mein Schwert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mod? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Ach, dieses Modifiziergedöns. Ja, ja, ich erinnere mich. I remember. Mensch, da bin ich aber froh jetzt. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Wundervoll. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Okay, tiefer. Girl ist beigetreten. Sehr gut. Auf zu den Rostfaden, ne? Oh, da ist noch so ein Dingens. Mhm. Ernsthaft? Okay. Jetzt immer hier so ein bisschen schubsen da. Dann geht's abwärts, Girl. Okay. Machen wir nicht. Wir sind nette Menschen, wir tun sowas nicht. So, die Rostpfade. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Da, guck mal, da haben wir eine Karte. Man kann nie wissen. Die Bürgerwehr hat angekündigt, ihre Patrouille. Ich fühle mich immer